Bei Achtung Buch geht es heute um Erinnerungsliteratur, Werners wundersame Reise durch die DDR mit Wilhelm Domke Schulz. Ja, herzlich willkommen, Wilhelm Domke Schulz, Medienwissenschaftler, Autor, Filmemacher und Buchautor des Buches Werners wundersame Reise durch die DDR. Und wenn man sich das Titelbild noch mal genauer anguckt, den Trabi sieht man sofort und auch die typische DDR-Laterne und meinetwegen so ein Eingangsschild und die Platte. Mir fehlt dann noch der Rondo-Kaffee, das Sandmännchen, oder? Naja, ich meine, da gab es ja tausende solcher Produkte. Dann wäre das aber ein sehr bunter Einband geworden, glaube ich, wenn man die alle darauf gemacht hätte. Das stimmt. Und vor allen Dingen hier hinten, der Mond. Heißt das, die Ossis lebten alle hinterm Mond? Das war ja so die Sicht des Westens, glaube ich. Also insofern muss man vielleicht auch darüber reden, wie die Intentionen zu dem Buch aussehen. Also dann kommt man vielleicht auch auf den Mond. Ja, mal sehen. Das machen wir heute. Genau, 500 Seiten habe ich jetzt gelesen, manchmal sehr laut gelacht, aber auch manchmal ganz schön geschluckt. Ist ja schon ein paar Jahrzehnte her und trotzdem ist es mal gut, sich wieder an das eine oder andere zu erinnern und sich das ins Leben zu rufen. Da kommen ja ganz viele Geschichten, eigene Geschichten hoch. Für wen ist dieses Buch? Das ist zum Beispiel eine ganz interessante Frage, weil sich das im Laufe der Jahrzehnte geändert hat. Da muss ich, glaube ich, einen kleinen Bogen machen. Also, weil die erste Idee dazu kam, ich kann mich nicht genau entsinnen, da muss ich irgendwie so 14 gewesen sein, so in dem Alter. Weil ich hatte schon immer Beziehung zu Geschichte, Historie, gesellschaftliche Zusammenhänge und so weiter. Und da ist mir auch in dem Alter so durch den Kopf gegangen, dass man ja eigentlich, wenn man irgendwo durch die Gegend rennt, ob nur Berlin oder irgendwo anders, ist das ja nicht so aus dem Plupp entstanden vor 2 Jahren, sondern hat ja meistens eine Geschichte, die in verschiedenen Ländern über 1000 Jahre gehen und noch länger. Das heißt, wenn man da so ein Straßenpflaster lang marschiert in Berlin zum Beispiel mit den Granitsteinen, dass da ja auch Lebensgeschichten dahinter stehen. Ne? Die sind vor, wissen wir, 150 Jahren verlegt worden, als es noch nicht so eine Technik gab wie heute. Die Leute haben sich damit ernährt, mit so einer Arbeit. Die wurden behauen, eingelegt und so weiter. Und das ist alles weg. Ja? Man marschiert da lang, guckt, wo der Aldi ist. Mhm. Und dass man im Prinzip auf einer Geschichte von Dutzenden von Generationen da so lang marschiert mit seinen Stöckelschuhen, da kommt man überhaupt nicht auf so eine Idee. Und da kam ich eben auf die Idee, ich kann mich noch so direkt dran erinnern, war auf dem Schulweg, die Wege am Haus, das waren so diese typischen DDR-Kleinplatten, diese kleinen Viereckchen, und dahinter kam der Bürgersteig, der noch überlebt hatte vom Krieg, weil die Häuser waren ja Nachkriegsbauten, da ist ja das ganze Viertel ist ja dem Krieg zum Opfer gefallen, da ist ja nichts mehr von übrig geblieben, außer dem Bürgersteig, die Granitplatten und dann der Asphalt, und da habe ich so bei mir gedacht, naja, du gehst ja jeden Tag zur Schule rüber, aber irgendwann wird es vielleicht entweder den Weg nicht mehr geben oder du hast es vergessen und dann ist alles weg aus der Geschichte und ständig wird permanent das Fahrrad neu erfunden, weil man sich nicht an die Geschichte und an die Schicksale und an die Menschen erinnert. Und da kam ich dann auf die Idee, mir bestimmte Sachen einfach zu merken und dann irgendwann später mal aufzuschreiben. Das war die Intention damals, bloß als denn das Projekt richtig real wurde, da hatte sich die Intention eigentlich geändert. Und zwar, das ist ja noch gar nicht so lange her, ich habe es inzwischen vergessen, wie lange? 2019, glaube ich, kam das 19 raus. 19 oder so, ja, ich weiß nicht mehr so genau. Und da war die Intention eine andere. Das hat, glaube ich, so mit meinem naiven Gemüt zu tun, dass ich mir dachte, nun haben sie ja so ein neues Großdeutschland gebildet, ja, also haben sich noch 20% dazugeholt an Territorium und an Menschen. Und die menschliche Regung wäre doch denn, dass man sagt, da sind welche dazugekommen, da gucken wir doch mal, was das für welche sind. Was kann man von denen lernen, ne? Ja, na, vielleicht nicht nur lernen, erstmal kennenlernen überhaupt. Mhm. Also lernen wäre ja noch ein Schritt weiter, aber erstmal überhaupt kennenlernen wäre ja schon mal ein Anfang. So. Und da hatte ich so bei mir gedacht, mit den ganzen Geschichten, die ich da gesammelt habe, da könnte man dann mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also einerseits Menschen, die sich gerne erinnern wollen und das selber erlebt haben, dass man das nochmal vor Augen führt, weil da auch Sachen bei sind,
deren man ja Verluste gegangen ist. Also was so alles mit diesem nach der feindlichen Übernahme so abgeschafft wurde, weil man das ja nicht brauchte, wie zum Beispiel Gleichberechtigung der Frauen. Ne? Heute wird gegendert. Mhm. Ne? Früher gab es Gleichberechtigung, Frauenförderprogramm, Haushaltstag, Frauenruheraum, Frauensonderstudium. Das wurde alles abgeschafft, weil das ja kommunistisch war. Und die Alternative, die die westliche Gesellschaft bietet, ist das Gendern. Ne? Also da verdient man dann als Frau natürlich gleich viel mehr, wenn gegendert wird. Und man hat sonst wie noch tolle, also die werden die Öffnungszeiten der Kindertagesstätten verlängert, wenn man gendert. Also das, man muss nur richtig gendern, dann kommt das alles wieder so, die echte Gleichberechtigung, die wir abgeschafft haben ja nach der Übernahme. Und da dachte ich mir, das könnte für alle Seiten lehrreich sein. Mhm. Ja, also weil mein Eindruck war, ich habe ja hier auch etliche Westbekannte im Umfeld, wo ich wohne, und was mir bei denen aufgefallen ist, die kamen ja aus ihrer Westideologie, ihrer Westgeschichte, ihrer Vorgeschichte und die haben sie ja einfach weitergelebt. Mhm. Also von denen ist mir das nie passiert, dass mal irgendjemand was gefragt hat. Wie war denn bei euch oder was ist jetzt anders, besser? Können wir, also das war nie ein Thema. Die kamen aus ihrer Gesellschaft, die haben sie ja eingeführt und nun sind wir alle Westdeutsche. Und da merkt man auch, ich glaube, weil in den letzten Jahren ja auch diese Ost-West-Thematik wieder hochgekommen ist. Das hat ja ganz reale Hintergründe, warum das so ist. Ganz praktische, wirtschaftliche, ideologische, geostrategische. Gibt es ja einen Haufen Gründe, warum das wieder hochkocht, dieses deutsch-deutsche Thema, das Ost-West-Thema. Und das sollte sozusagen so mein friedlicher Beitrag sein. Deswegen habe ich ja auch in dem Buch Exupéry zitiert, also die Geschichte mit dem Fuchs. Ja. Also wenn man sagt, wenn das irgendjemand ernst meint, diese polemische Propagandawort von der sogenannten Wiedervereinigung, wenn man das ernst nehmen würde, würde es ja bedeuten, dass man denen dazugekommen ist, auf Augenhöhe begegnet und die als Menschen akzeptiert. Also deswegen der Fuchs, der sagt, man kann ja nur befreundet sein, wenn man sich kennt, also kennenlernen. Wenn man Vertrauen hat zueinander. Es ging, glaube ich, ums Vertrauen auch. Ne? Na, Vertrauen auch. Zutrauen zu jemandem haben. Ich kann ja erst dein Freund sein, wenn wir miteinander vertraut sind. Ja, naja, und insofern ist es jetzt in der Form, so wie ich es geschrieben habe, ein Buch für Ost-West-Zielgruppe. Mhm. Also, dass die Westdeutschen, die sich dafür interessieren, für diese 20%, die dazugekommen sind, wo ihnen beigebracht wurde, also im Laufe ihrer ganzen Existenz, dass man eigentlich bloß so auf die runtergucken kann, weil das der blöde Ostdödel ist, der immer nur rumjammert und in irgendeiner schrottigen DDR lebte. Also, wo er froh sein kann, dass man zum Westen gekommen ist. Das ist ja so eine weit verbreitete Meinung, was aus meiner Sicht ja eigentlich rassistisch ist, wenn man es genau nimmt, dass man, ich glaube, dass man einfach nur eine Zukunft gemeinsam aufbauen kann, wenn auch Empathie weiterentwickelt wird, also gegenseitig auch. Mhm. Ja. Und zu einer Empathie gehört eben kennenlernen und dann habe ich mir gedacht, dann werdet auch so ein Buch für Westdeutsche, aber das Interesse ist ja bis jetzt überschaubar geblieben. Deswegen machen wir ja die Sendung, weil manche Sachen müssen wir ja erstmal ins Leben bringen, dass die Leute wissen, ach, das gibt es. Es ist einerseits, finde ich, ein schönes Geschenk für Menschen, die hier in der DDR aufgewachsen sind, einfach so als Erinnerung, weil also wirklich, also für meinen Vater zum Beispiel, da sind so viele Sachen drin, wo ich den wieder so gesehen habe mit seinen ganzen Themen. Aber auch eben für Westdeutsche, die mal wissen oder sollten, wie wir eigentlich so aufgewachsen sind oder wie wir gelebt haben. Ne? Hier finde ich schon ganz gut. Ich habe mich nur gefragt, warum der Titel heißt Werner und nicht Wilhelm, weil es ist ja schon sehr autobiografisch. Ja, sehr autobiografisch. Aber also nicht ausschließlich schon, fast, ne? Aber nicht hundertprozentig. So. Und okay. Deswegen, also da, weil ich komme ja aus der Dramaturgie, also aus der Spielfilmdramaturgie ursprünglich. Also es war ja ein doppelter Studiengang, Filmwissenschaft, also als Analytiker, was auch in den Bereich Gesellschaftsanalytik geht und Gesellschaftsanalyse geht. Und der andere Bereich ist eben der künstlerische, klassische Dramaturgie. Und wenn man so eine Sache macht als Dramaturg, ja, also Geschichtenerzähler sozusagen, aber
mit einer DDR-Ausbildung und da heißt es ja, Geschichten erzählen, dass man eine Botschaft hat. Also ein Inhalt, ein Ziel, was will man eigentlich erzählen? Und da kann es natürlich unter Umständen sein, dass die eine oder andere Geschichte nicht so auffällt, also dramaturgisch nicht auffällt oder von der Botschaft nicht auffällt. Und dass man dann da doch so ein paar Sachen reinbringen muss, die nicht so hundertprozentig authentisch sind. Also insofern steht ja da auch nicht unbedingt autobiografisch, weil es nicht um meine Person geht, sondern weil es eigentlich um die Geschichte allgemeine Geschichte geht. Das geht ja eigentlich in dem Sinne ja nicht um mich. Und deswegen Werner, um das auch zu abstrahieren, also weil ich bin jetzt nicht der, hier schaut mal, was ich erlebt habe, das sind meine Geschichten und du klatscht mal Beifall, was ich so alle für tolle Sachen da gemacht habe, sondern es geht ja um die Gesellschaft, um diese, um den Menschen in der Gesellschaft und um, also wie sich Staat, Individuum und so weiter, gerade auch in diesem Bereich Kunst, Film, wie da das Verhältnis war, die Intentionen waren, also das ist ja, soll mehr verallgemeinert werden, deswegen habe ich gedacht, machen wir nicht Autobiografie. Das es klingt, aber der Titel klingt halt gut, ne? Also du hattest im Vorgespräch schon gesagt, weil ich mich gefragt habe, heißt das jetzt wundersam oder wunderbar? Aber so wunderbar war ja die DDR nicht, deswegen wundersam trifft es schon eher. Aber der Titel erinnert ja an Niels Holgersen. Genau. Werner hatten wir geklärt, die Zeit. Ich habe am Anfang gedacht, in welcher Zeit spielt das eigentlich? Aber es ist so die Wendezeit, hauptsächlich immer mit Abstecher in Kindheit oder noch früher die ganze Familie eigentlich mit involviert, ne? Naja, also das sind ja auch wieder so dramaturgische Sachen. Also das hat man ja öfter bei Spielfilmen, dass der Spielfilm mit einem Schluss anfängt und dann wird die Vorgeschichte erzählt. Und so ähnlich ist es hier auch. Also ist ja, DDR hat ja nun mal da am, weiß ich, was war das, 2. Oktober, 24 Uhr irgendwie war denn, tat sich das schwarze Loch auf und dann war die DDR verschwunden, so innerhalb von einer Sekunde. Und die Geschichte sollte ja erzählt werden. Also insofern hat sich das eigentlich angeboten, mit dem Ende anzufangen. Also es ist jetzt keine Anschlussgeschichte in dem Sinne, sondern eigentlich mehr so der dramaturgische Bogen, dass man sagt, also dass man an dem Tag anfängt und sagt, an dem Tag ist das verschwunden und verloren gegangen. Also ich habe mich über dein Erinnerungsvermögen, also habe ich gestaunt. Vor allen Dingen, wenn ich mich zurückerinnere, dann geht das vielleicht im Alter von 5 oder 6 los. Da weiß ich noch so in der Meditation zumindest mal, wie meine Geburtstagstorte damals aussah und die Kerze drauf, die wir da so hatten mit Kleeblatt und sowas. Aber du hast dich ja tatsächlich noch erinnern können, da lagst du noch im Kinderwagen und weißt noch, wie die Wolken am blauen Himmel vorbeizogen. Das ist ja irre. Wie geht das? Wie hast du das alles abgespeichert und an was kannst du dich noch erinnern? Naja, das sind, denke ich, das so ein, wie nennt man das, so ein bildhaftes Erinnerungsvermögen oder so ist, glaube ich, die Formulierung. Ich denke, das hat alles mit der Vorgeschichte zu tun. Also soweit ich mich zurückerinnern kann, wollte ich ja immer nur zum Film. Also die erste Amateurfilmkamera, die hatte ich, glaube ich, mit 8 Jahren. Und meine erste 2 Bücher, die ich hatte, war eins über Dramaturgie des Spielfilms und das andere über Trickfilm und Filmtrick. Also ich weiß nicht, wie alt ich da war, 12 oder so, keine Ahnung. Und Filmgeschichten erzählen sind immer, also man nennt das als Begriff ja szenische Einfälle. Also ein Film erzählt sich über szenische Einfälle und das sind ja Bildeinfälle. Also in welchem Bild, in welche Umgebung stelle ich meinen Protagonisten, damit durch die Umgebung, die er hat, durch die die Bildsprache. Also, naja, womit er so konfrontiert ist, sich der Konflikt auch entwickeln kann. Also der Hintergrund spielt eine Rolle, die verschiedenen Tonebenen spielen nur eine Rolle, also die Erinnerung an Töne, die einem kommen, obwohl die ja nicht zur Szene gehören, sondern sind so Erinnerungstöne und alles sowas. Also ein richtiger Film, das hat ja auch sehr nachgelassen, finde ich, so in den letzten Jahrzehnten, das Vermögen mit künstlerische Filme zu machen, in dem Sinne, dass man filmisch erzählt. Also jetzt nicht künstlerisch, dass es nur für Intellektuelle ist und der Zuschauer versteht nicht, worum es geht, sondern künstlerisch in dem Sinne, dass man die filmischen Mittel benutzt. Das heißt, das ist die Szene, das ist der
Hintergrund, das sind die Zusammenhänge, die Verknüpfungen, alles Mögliche. Also man erzählt Film im Bild und ich denke, das hat wahrscheinlich dazu beigetragen, weil ich ja die ersten Filme, wie gesagt, schon mit 8 Jahren gemacht habe, dass man auch immer so denkt, also immer in dem Bildzusammenhang und ich weiß nicht, mein Alter hat wahrscheinlich das Vermögen jetzt auch ein bisschen nachgelassen. Also ich konnte mir normalerweise so in meiner besten arbeitsfähigen Zeit komplette 1,5 Stunden Filme, also komplett merken. Mhm. Also sowohl was die Szenen angeht, die Abfolgen, die ganze Dramaturgie, das fällt mir jetzt schon ein bisschen schwerer als, glaube ich, und nicht mehr 25. Aber denke, das ist so der Hintergrund, dass ich mir gedacht habe, die Geschichten merkst du dir jetzt alle, weil da alles stimmt. Also da stimmt die Handlung, das Bild, die Thematik, die Botschaft, also das kommt irgendwie alle zusammen. Und ich denke, so hängt das zusammen, weil ich kann mich ja nicht an alles komplett erinnern. Das sind ja hauptsächlich eben die Sachen, wo ich gesagt habe, die wird jetzt gemerkt. Zum Beispiel das Thema Wohnungssituation in der DDR. Ich habe mich dann auch gleich daran erinnert, dass wir eine Toilette hatten, eine Etage tiefer, dass es gar kein Bad oder Dusche gab. Gab es einfach nicht. In den 70er Jahren war das bei mir, bei dir noch ein bisschen früher. Mhm. Vielleicht kannst du da mal noch ein bisschen erzählen, wie das bei dir war. Du bist mit deiner Mutter, also bei deiner Mutter aufgewachsen und das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass man ja ewig lange auf einen Wohnungsantrag warten musste. Also ich weiß noch, meine Eltern haben nur die Wohnung gekriegt, weil sie verheiratet waren. Ansonsten war das ja eigentlich utopisch. Man bekam ja als Single gar keine Wohnung in der DDR. Also da muss ich sagen, habt ihr ein bisschen Glück gehabt. Also nach dem Krieg hatten sie jetzt erst zu dritt zusammengelebt, also meine Großeltern, meine Mutter, dann kamen noch 2 Kinder dazu. Und das war in so einer Einraumwohnung da in Karlshorst, also die quasi noch, also die den Krieg überstanden hat sozusagen, also die Vorkriegswohnung, und da war die Situation ziemlich beengt, aber meine Mutter war ja schon Anfang 20 nach Kriegsende und das ging auch ziemlich schnell mit der Arbeit los, also die ersten Wochen hat sie ja in der sowjetischen Kommandantur gearbeitet und dann hatte ja auch schon Abschlüsse, auch Fachschulabschluss, der dann, ist ja nicht, wurde der anerkannt? Nee, den musste sie, glaube ich, nochmal machen, aber das war für sie keine Hürde, weil sie den schon mal vor Kriegsende gemacht hat. Also war derselbe Inhalt, aber wurde scheinbar dann, soweit ich mich erinnern kann, nicht anerkannt. Hat es normal gemacht und war dann so in 15 Jahren Lehrmeister und Lehrobermeister. Das heißt, sie war da ziemlich engagiert und das war ja zu der Zeit, gab es ja nicht so das Bundesverdienstkreuz als Auszeichnung, sondern die höchste Auszeichnung, die man kriegen konnte, war eine Wohnung. Und das ist ihr passiert. Also sie hatte 58 eine von den ersten Neubauwohnungen, die da gebaut wurden, in der Nähe vom Strausberger Platz, das waren schon Plattenbauten, aber die nicht so aussehen wie die 70er-Jahre-Dinger, sondern so die Vorläufer. Und insofern hatten wir, also ich als Kind hatten nicht das Problem, eine schlechte Wohnung zu haben. Also wir hatten eigentlich eine ganz nette 15 Jahre Neubauwohnung. Bloß wenn man dann mal raus will, von Mutti, da geht's denn los. Also da, weil das ist ja so eine Sache, auf die ich im Buch auch eingegangen bin, also was mich immer stört, und ich habe es versucht, irgendwie diplomatisch in Geschichten zu verpacken, das ist ja die extreme Oberflächlichkeit der Menschen. Das war ja damals nicht anders als heute. Also passiert mir jetzt immer noch, wenn man so ältere, frühere DDR-Bürger trifft, wo dann immer so der Spruch kommt, na ihr Berliner, also darauf bin ich ja in dem Buch auch eingegangen, also da kann man wieder nicht Ursache und Wirkung auseinanderhalten, nur weil einer in Berlin geboren ist, ist er nicht derjenige, der darüber entscheidet, welche Wohnungen wem gegeben werden und wo Gemüse hingeliefert wird, also das macht nicht der einfache Bürger, das verstehen manche nicht, so wie heute auch die einige Leute die simpelsten Zusammenhänge nicht verstehen und da einen Buhmann suchen und insofern war ich dann sozusagen in derselben Situation, als ich raus wollte aus der Familienwohnung und eine eigene haben, wie alle anderen DDR-Bürger auch. Da stehst du erstmal da und das war in Berlin ohne anders. Also da eine Wohnung zu kriegen,
diese, die da beschrieben ist, die ich da im Hinterhof gekriegt habe mit Außenklo, ich müsste direkt mal rechnen, wie viele Jahre ich darauf gewartet habe. Also das waren bestimmt auch 10, 15 oder weiß ich wie viele Jahre. Während ich dann gesagt habe, auf der anderen Straßenseite waren lauter neue, tolle Neubaublöcke. Und da wohnten dann so die Sachsen und die Fischköppe und die Thüringer, die dann alle gut versorgt wurden. Und wenn man aber nach Thüringen gefahren ist, wurde man als Berliner beschimpft. Also die hatten die Neubauwohnung und ich als Berliner nicht. Naja. Aber wir hatten schon, also ich bin ja eher Sachse, das Gefühl, also die Berliner denken ja schon, sie sind was Besseres. Schon mit ihrer Sprache und mit ihrem Auftreten waren die doch von der Mentalität her anders. Und ich hatte schon den Eindruck, dass die Berliner zumindest schneller an Bananen und Orangen und sowas rankamen, als wir jetzt. Also wir mussten anstehen für Bananen, wenn es die mal gab. Und auch bei Amiga-Lizenzplatten standen wir mittwochs, glaube ich, am Musikgeschäft, bevor es aufmachte um 3. Das war in Berlin nicht anders. Mhm. Also ich weiß auch nicht, wie... Also ich kann es natürlich jetzt nicht so hundertprozentig nachvollziehen, wie es so in anderen Regionen war, obwohl ich ja auch viel in der DDR unterwegs war. Also mir selber ist jetzt kein riesiger Unterschied aufgefallen. Also, weil ich meine, bei uns lag es auch nicht vor der Tür, die Bananen und die Platten auch nicht. Also die Schallplatten. Also da, ich habe das ja oft hier noch getestet. Ich hatte ja immer so meine wöchentlichen Runden. Also ich weiß nicht mehr, ob das mittwochs war, aber da gab es auch immer so einen Lieferungstag für Langspielplatten. Mhm. Und da gehört ja auch meine Runde genau in Berlin dazu. Mhm. Ne? Und wenn ich dann eine halbe Stunde zu spät gekommen bin, dann gab es da auch keine mehr. Also das war dasselbe in Grün. Oder wenn man dann so eine Frage gestellt hat, da kann mich noch entsinnen, das war in Potsdam, da kam so eine neue Single raus von Susi Quattro. Und so naiv wie ich bin und fröhlicher Mensch, jeder so in den Laden und sagt, und habt ihr die Single hier, Susi Quattro? Na, also ich möchte jetzt nicht so im Detail zitieren, wie da die Antworten ausfielen. Also... Der Berlin-Unterschied war aus meiner Sicht nicht so groß. Das hing einfach aus meiner Sicht damit zusammen. Das war ja so eine politische Entscheidung, weil Berlin viel mehr besucht war als andere Städte. Mhm. Ihr habt ja auch viel Kontakt gehabt mit West, also nicht Kontakt, aber viel gesehen. Ja. Ne? Und das gehörte aus meiner Sicht genau dazu, diese die Politik vom Politbüro, dass man sagt, das ein oder andere muss es eben mehr in Berlin nehmen wegen der Westbesucher. Damit die dann nicht so konfrontiert werden, die fahren nicht auf jedes Dorf und damit man denen eben so das bessere Bild, das ging ja nicht darum, dass die Berliner bevorteilt werden, sondern dass das Schaufenster zum Westen war, darum ging das. Ne? Und das, ja gut, und dann muss man sich dann, wenn man dann als Berliner nach Dresden gefahren sind, irgendwelche Sprüche anhören, dass man so übervorteilt wird. Mhm. Also das bester Eindruck, ich glaube, der ist auch im Buch mit drin, da gab es ja auch dieses Sonderprogramm in Berlin für Fassadengestaltung. Also das konnte man auch in Potsdam dann sehen, weil unsere Gebäude, Seminargebäude hingen ja auch, das waren die letzten Gebäude vor der Grenze. Mhm. Ne? Und da gab es so ein Sonderprogramm, das gab es jahrelang in der DDR, dass die Sichtseiten zum Westen renoviert wurden. Also nur die wurden bezahlt, aber nicht die zum Osten. Also könnte man in Berlin sehr deutlich sehen, ne? Dass es darum geht, jetzt nicht die Einwohner zu bevorteilen, sondern das schöne Bild für den Westen zu schaffen. Ne? Aber na gut, dann müsste man sich damit näher beschäftigen, anstatt immer bloß mit Fingern auf andere zeigen. Weil die Sache, was du angesprochen hast, hier das Auftreten der Berliner, da ist natürlich was dran. Das hat aber nichts mit DDR zu tun. Also diese typische Berliner sein, diese Großschnäuzige, das gab es schon in der Weimarer Republik und in der Kaiserzeit, das hat ja mit DDR überhaupt nichts zu tun. Das ist diese, diese Mentalität, ne? Ich vergleiche das jetzt in letzter Zeit auch öfter, also das Gleiche ist, sagt man sich zum Beispiel auch von den Moskauern, dass das auch so eine die immer so über allem schweben. Also vielleicht ist das eine Sache, die mit Hauptstädten zu tun hat, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das nicht DDR-typisch. Das hat mit der Hauptstadtmentalität zu tun. Also im Buch wird relativ gut deutlich, dass du immer versucht hast, Kontakt zu knüpfen mit einem Westdeutschen. Also du hast dir immer einen Freund aus dem Westen gewünscht und dann ja auch gefunden. Vielleicht kannst du dazu noch erzählen, warum eigentlich? Hattest du Verwandte gar nicht, ne? Und Westpakete und sowas kannst du auch nicht. Ja doch, also ich hatte eine Verwandte, die ist aber, das war die Tante
Die ist 1974 gestorben. Ich weiß ja nicht, ist nicht dazu ihr auch was im Buch? Also ich habe das jetzt nicht mehr so da vollständig. So viel Verwandten, also ich, ja, es geht ja von einer Geschichte zur anderen, in dem man muss sich sehr konzentrieren beim Lesen. Also habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf, wie, inwiefern die da, doch, ich glaube, die ist da erwähnt worden in dem Buch. Das war in der Geschichte, wo es so um die Nazi-Vergangenheit geht. Mhm. Und ja, die ist 74 gestorben und ich denke, es gibt wahrscheinlich noch irgendwelche Verwandte, aber meiner Meinung nach habe ich das im Buch ja auch thematisiert, dass ich ja meine Mutter im Prinzip ja eigentlich von sämtlicher Verwandtschaft da distanzierte und losgesagt hat, was nur wieder mit dieser ganzen Nazi-Vorgeschichte zusammenhängt, dass sie mit den Leuten nichts zu tun haben wollte. Also insofern denke ich, dass es durchaus möglich ist, dass es da irgendwo im Westen oder sonst wo noch Verwandte gibt, keine Ahnung, ich kenne die nicht. Weil das waren ja früher alle Großfamilien, ne? Ich weiß ja nicht, wird ja bei den meisten so gewesen sein. Mhm. So die Großeltern, Urgroßeltern, das waren ja in der Regel 7 Geschwister, 9 Geschwister, irgendwie so. Und das war ja bei unserer Familie auch nicht anders. Und da kann man von der Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass da sicher noch so einige rumschwirren, die im größeren Maßstab zur Familie gehören. Der Auslöser, weshalb ich das irgendwie... da hätte man ja gesagt, Westkontakt haben wollte, hing ja damit zusammen, also weil ich ja quasi von Kindheit an mit den Medien da zu tun hatte, hauptsächlich Spielfilm, Fernsehen weniger, dass ich gemerkt habe, das ist alles ein bisschen sehr einseitig und abgeschnitten. Und in Berlin, also mein Arbeitsweg war ja früh hin und abends zurück immer an der Mauer lang, also jeden Tag, ja, also jahrzehntelang kann man sagen, jeden Tag immer an der Mauer lang. Und da die Wege ja ein bisschen weiter sind, als wenn man, weiß ich nicht, in Halberstadt oder Quedlinburg ist, da fährst du dann schon mal eine ganze Ecke mit der S-Bahn, bis du bei der Arbeit bist. Und dann, wenn man da so eine halbe Stunde S-Bahn fährt und die ganze Zeit immer nur Mauer, 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 Mauer. Und das so das Leben lang, naja, das kriegt dann schon fast psychopathische Züge, ne? Weil die ganze Überlegung, früh zur Arbeit und abends zurück, ist denn, warum darfst du da nicht rüber? Also, wo ist jetzt dein Fehler? Also, wieso ist das versperrt? Der eine Punkt und der andere Punkt, dass das eigentlich ein weißer Fleck ist oder ein dunkles Loch oder wie auch immer. Also, dass man davon eigentlich überhaupt gar nicht weiß. Und das hat so die, ich so überlegt, wie kannst du das machen? Also Westfernsehen, gut, haben wir auch geguckt, aber Fernsehen ist Fernsehen. Also Fernsehen ist hier nicht anders als damals. Da erfährst du nicht die Wirklichkeit. Und die Neugier war immer groß. Wie sieht es da hinter der Mauer aus? Was ist das überhaupt für ein Land, für eine Geschichte, für Leute, Gesellschaft? Keine Ahnung. Und da lachtet der nahe, dann mussten wir sie kennenlernen. Also wenn du nie rüber kannst, dann musst du ihn kennenlernen, der dir was von da erzählen kann. Also das war dann Werners Operation, Wessi kennenlernen. Für die Frauen war es ja leichter, das hattest du in deinem Buch auch geschrieben. Die sind dann über den Alex mit ihren blondierten Haaren und die jungen Hübschen haben sich dann so einen Westdeutschen gekrallt, der vielleicht ein bisschen wohlhabender war. Und dann wurde geheiratet und dann konnten die mit rüber. Ne? Familienzusammenführung nannte sich das. Aber wie hast du denn deinen Freund Carsten kennengelernt? Na, das steht da im Buch. Ich weiß, aber ich will es ja von dir. Wollen wir das jetzt mal offen lassen? Damit, ach so? Ja. Ach, ich fand so die Erinnerung an Scharmützelsee und so, da erinnern sich ja auch viele. Ne? Kennen ja auch einige diese Ferienlager und diese FDJ-Lager, die es da so gab in der DDR, wo viele ihre Schulferien verbracht haben. Naja, wir können es ja mal andeuten. Also, im Detail muss man es dann, glaube ich, lesen, oder? Ja. Naja, also ich bin ja, wie soll ich sagen, ich habe ja nicht in meinem Zimmerchen geschmort und gerade wenn man jetzt mit Film beschäftigt war, also Spielfilm in der DDR, ob jetzt als Ausbildung oder auch Filmgeschichte und so weiter, hat ja, wie gesagt, immer alles mit der Gesellschaft zu tun und mit. Man wollte ja im Gegensatz zu heute, habe ich so den Eindruck, Filme für Menschen machen. Das war ja so das Ziel. Ne? Also auch quasi sie auch zu Wort kommen lassen und nicht immer das in, wie würde man sagen, so in Schickimicki-Kreisen, ja, wo der Super Ganove in Millionärskreisen irgendwann der tolle Collier stiehlt, sondern
mehr die Alltagsgeschichten erzählen von normalen Menschen. Und insofern war da so mein Werdegang, glaube ich, sehr richtig, dass das nicht gleich Schule, Filmhochschule war. Das war ja auch nicht möglich. Also man hat ja gesagt, 2 Jahre arbeiten erstmal vorher. Mhm. Das hatte ja auch den Hintergrund, dass man nicht irgendeinen Abiturienten nimmt aus einer, weiß ich nicht, in Führungskreisen involvierten Familie, der dann gleich Filme macht und eigentlich auch nicht Leben kennengelernt hat. Also das wollte man vermeiden. Deswegen gab es diese Festlegung. Bei mir hat es dann so ja noch ein bisschen länger gedauert. Ne? Erst Arbeitsweg, Lehre gemacht, im Betrieb gearbeitet und so weiter. Also dadurch hatte ich einen ganz guten Überblick, was so in der Gesellschaft los ist und wie die Leute so ticken. Ich denke, das war sehr hilfreich für so eine Geschichten. Und das hat sich dann natürlich hier auch insofern ausgewirkt, dass ich sage, so jetzt bin ich eigentlich ganz gut involviert, was hier in dieser DDR los ist, wobei ich das damals auch nicht hundertprozentig durchblickt habe. Ich glaube, es ist auch erst in den letzten Jahren passiert, dass ich mir jetzt so ein besseres Urteil über die DDR bilden kann als damals. Also da war man ja, glaube ich, auch ein bisschen fokussiert und vielleicht für andere Sachen blind und je nachdem. Fehlte auch die Kapitalismuserfahrung, glaube ich, die wir jetzt hier haben, nur schon viel zu lange, aber nicht. Und dass ich dachte, so einen ähnlich vergleichbaren Wissensstand wäre nicht schlecht, wenn du den auf der anderen Seite hättest. Mhm. So. Und nun wusste ich also, weil das DDR war ja ein kleines Land, also man wusste ja, was so los geht in verschiedenen Gegenden. Und da war mir bekannt, dass diese, das war glaube ich immer im Sommer, August oder ich weiß es nicht, ich denke, es muss ja irgendwie mitten im Sommer gewesen sein. Sommerferien, ja. Ja, wegen, weil ja da auch Semesterferien sind und so eine Sachen war immer diese internationale Freundschaftslager, hieß es glaube ich, am Scharmützelsee. Und das war speziell für Westjugendorganisationen, aber nicht nur Westdeutsche, sondern eben aus Österreich und weiß ich woher, also für westliche Jugendorganisationen, Studentenorganisationen, meistens so welche, die natürlich ideologisch irgendwie in der Nähe lagen, so wie SDRJ oder Falken und wie die alle hießen. Und da meine Versuche vorher irgendwie einen Wessi kennenzulernen, mächtig gescheitert sind, so auf der Autobahnraststätte, hey du, wollen wir uns nicht mal befreunden? Also das hatte, glaube ich, nicht so den durchschlagenden Erfolg. Ich gedacht, denn, da rennen ja denn nur so eine Leute rum, alle aus dem Westen und die vielleicht auch jetzt, man muss sich ja nicht mit jemandem befreunden, mit dem man überhaupt nicht auf einer Linie liegt. Also die auch so, also wo ich denke, dass das da vielleicht auch man sich sympathisch sein könnte oder auch nicht so weltanschaulich, nicht so ganz weit auseinander. Wäre das eine gute Gelegenheit, aber das war ja eigentlich, soweit ich weiß, von DDR-Seite nur für Reisekader. Also, glaube ich jedenfalls, bin mir nicht ganz sicher. Das für vorbildliche FDJler irgendwie oder so, Funktionäre in der Schule. Also auf jeden Fall war das nicht offen, guten Tag und ich hier rin. Also da war Schlagbaum, Ordnungsgruppe und da kam es dann hier rin, das Ding. Und da habe ich, hab ich mir dann den Plan gemacht, also wie man in dieses Lager kommt, sich so abtarnt, als wäre man so ein Westbesucher, damit man den FDJlern und der Ordnungsgruppe nicht so auffällt und dann irgendwie versuchen, da jemanden kennenzulernen. Also das war schon sehr spannend, vielleicht, also vorher Auskundschaften, wie kommst du da rein? Am Schlagbaum, am Einlass jetzt ja nicht, also musst du einen anderen Weg finden, da irgendwie rinzukommen. Also das war alles richtig generalstabsmäßig vorbereitet. Auf jeden Fall, du hast deinen Carsten kennengelernt, also wie die ganze Geschichte kann man ja lesen. Warst auch jahrelang mit dem befreundet, der hat dich ganz oft besucht. Bis heute? Ja, aber dann, also es ging, war ja immer nur einseitig, ne? Die Grenze war ja zu, bis die Grenze dann plötzlich auf war und du dann dachtest am 11.11.89, jetzt fahre ich doch mal Carsten besuchen. Naja. Anrufen konntest du aber nicht, gab ja noch kein Funktelefon, so wie heute. Und dann standest du bei ihm vor der Tür, wie war denn das? Also, das war eigentlich erstaunlich. Das war so, also von deren Seite so wie völlig normal. Ach, du bist doch zu Besuch. Also das war ja nichts Besonderes so. Also
Ich denke, das hängt einfach damit zusammen, weil die ja nicht so eine Beschränkung hatten. Also für die war das ja normal, hin und her zu fahren. Und nun war das jetzt eben bloß mal umgedreht. Also das war jetzt nicht was Weltbewegendes. Kann mich nur entsinnen, der hat ja in so einer Kita nahe gearbeitet in West-Berlin. Und na, ich bin dazugekommen, die hatten gerade irgendeinen Soli-Bazar, wofür auch immer, bestimmt nicht anti-imperialistisch, sondern vermutlich damit so Buntstifte viele Kinder kaufen können oder sowas in der Art. Mhm. Und da hat er mich auch gleich mit eingespannt und hilft mal hier. Mach. Also war alles so, als würde das jeden Tag passieren, war nichts Besonderes. Das Einzige war, da kam so ein Kollege von ihm reingestürzt, ganz aufgelöst. Und sagte, weißt du, was mir gerade passiert ist? Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich war in einer Postwart, glaube ich, wollte irgendwas. Da musste ich anstehen. Also, für den brach ja die Welt zusammen. So was hatte der noch nie erlebt. Ja, weil die DDR-Bürger alle ihre 100 Euro abgeben. Ja, genau. Das hattest du auch schön formuliert. Die Warteschlange ist eigentlich eine Erfindung der DDR. Ja. Herrlich, ja. Ja, obwohl die in Großbritannien ja auch Tradition hat. Aber na gut. Ja. Ja, schön. Also die Geschichte ist schon mal schön, aber auch überhaupt diese Vorläufergeschichte, wie du in die Demonstration reingerutscht bist in Leipzig. Also um das abzukürzen, du bist ja Berliner, aber durch deine Freundin, Frau, ging es dann nach Leipzig und dann hast du dort gearbeitet und gewirkt. Und dann das war relativ frisch, ne? Du warst relativ frisch in Leipzig und 88. Ja, und kamst dann in die Demos rein und auch noch in die große, ne, im Oktober, glaube ich, oder November. Ja, es sind ja nur ein paar beschrieben. Also ich war ja, aber ja. Es war jetzt nicht, dass du zur Demo wolltest, sondern du warst in der Stadt unterwegs und hast dich gewundert. Nee, also kommt drauf an, von welcher jetzt Warte die mal, Rede ich habe es mir aufgeschrieben. Demo 9. Oktober 89, das nee, war nee. Die, wo Masur und so zu hören war. Das war kein Zufall. Okay, nee, ich hatte das so aufgefasst, dass du eher in der Stadt unterwegs warst und dachte, was ist denn hier los? Nö, dann muss ich das selber nochmal lesen, wie das formuliert ist. Ich habe es gestern erst gelesen. Ja gut, kann aber auch ich gewesen sein. Nö, wie das war, also meiner Meinung nach habe ich das ja auch direkt drin geschrieben. Also wenn ich mich recht entsinne, steht ja in dem Kapitel drin, dass mittags so eine Zusammenkunft war da bei der DEWAG und wo der Chef da, dieser gelernte Anstreicher, der da irgendwie zum Chef auserkoren wurde, von der Abteilung, der gesagt hat, also die einen von der Kampfgruppe, die gehen in ihre, weiß nicht, wie das hieß, Bereitstellungsräume, keine Ahnung, also wo sie denn ausgerüstet, eingekleidet, bewaffnet werden und die anderen gehen nach Hause und alle haben quasi Verbot, in der Innenstadt zu gehen. Wobei das natürlich, also dann hätte man das auf der Kampfgruppe erweitern müssen, dann hätten die ja auch nicht in der Innenstadt gehen dürfen. Naja gut, also das ist wieder eine andere Sache. Die mussten ja dann gucken. Es gab ja auch die gehen mussten, auch die Vertreter von der Stasi und die FDJ-Funktionäre sind ja auch zur Demo gegangen, aber eher um zu gucken, wen sie kennen, ne? und aufzuschreiben. Naja, und da war für mich klar, ich meine, der kann mir doch hier viel erzählen. Also ich bin, glaube ich, nicht ganz so selbstbewusst gewesen damals wie heute, aber schon für DDR-Verhältnisse ziemlich weit. Also nicht so, dass ich sage, ein Chef sagt mir was und jetzt mache ich das. Also so bin ich, glaube ich, nicht aufgewachsen, nicht erzogen. Also insofern habe ich das zur Kenntnis genommen, habe gesagt, okay, tschüss, und dann gehe ich jetzt mal in der Innenstadt. Also insofern habe ich mich davon so im Verbot nie abschrecken lassen, weil da kam ja auch immer wieder dazu, auch bei diesen Sachen, hatte das eigentlich auch wieder mit dem Buch zu tun, weil das sind ja die Geschichten, wo ich mir gesagt habe, das scheint ja offenbar ein entscheidender Tag zu sein. Heute muss ein wichtiger Tag sein, so, dann also, muss ich dabei sein, genau. Wenn du diese Geschichten sammelst und das mal aufschreiben willst, wie willst du das machen, wenn du zu Hause sitzt? Geht ja nicht, also musst du ja dahin gehen. Ist nicht, also das ist nicht der komplette Grund. Natürlich ging es mir auch darum, dass ich gemerkt habe, so ähnlich wie das ja auch heute ist, dass das so nicht weitergehen kann. Also das war ja so, weiß nicht, so ein Gefühl, ich weiß ja nicht, wie man das beschreiben soll, das war ja gerade so in der Endphase der DDR, wo mir das zunehmend nicht gefallen hat, wie man so mit den Menschen umgegangen ist, also so diese, wie soll ich sagen, auch dieses Unterdrücken von Meinungen, von Sichten, individuelle Freiheitsbeeinschränkungen, also sind ja so ähnliche Sachen, wie wir es jetzt heute auch erleben.
Und das legt sich dann so ein bisschen auf die Brust und dann denkst du, muss man irgendwie freier atmen. Und wenn die das nicht machen, muss man was dafür tun, was ja heute auch wieder der Fall ist. Ne? Mhm. Also freiwillig werden sie das nicht sein lassen. Und insofern kam sowas alle zusammen. Also einerseits musst du dabei sein, sonst kannst du davon nicht berichten. Und andererseits, dass ich das für eine sehr sinnvolle Sache hielt, dass sich was verändert. Dass das denn so gekapert wird vom Westen, das hat ja damals keiner erahnt zu der Zeit. Und da kann ich mich auch entsinnen, also ich bin dann immerhin quasi jeden Montag ab dem 9. Oktober bis Anfang Dezember, also bis zum 4. Dezember. Und als dann die frisch gelegten Deutschlandfahnen da mit ihren Legefalten da rausgeholt wurden und da gezeigt wurden, die man in der DDR ja nicht kaufen konnte, wo sich dann hinterher herausgestellt hat, das waren zwei Lieferfahrzeuge von der CDU, die hier in Leipzig am 4. Dezember 1989 die Berlin-Fahnen verteilt hatten, weil die ja schon angefangen haben, ihren Übernahmeplan da abzuarbeiten und das gehörte ja mit dazu, dass man die Bevölkerung sozusagen ja, manipuliert und korrumpiert mit der D-Mark, dass sie dann am Ende CDU wählen, damit man hier alles schön vereinnahmen kann. Ist der naive DDR-Bürger wieder schön drauf reingefallen. Und als das klar war, war das für mich der letzte Tag. Also weil, wie gesagt, ich bin ja dafür auf die Straße gegangen, dass das hier besser wird und nicht, dass wir so ein Übernahmeopfer von Westeliten werden. Das ist ja nicht das Ziel der ganzen Demonstrationen gewesen. Und da fällt mir auch immer ein, dass irgendwann im November musste die gewesen sein, war der Carsten auch hier und in Leipzig. Und da war gerade Montag und da meinte ich, ey, wollen wir nicht zur Demo? Muss so Anfang November gewesen sein oder Ende Oktober, ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Und da sagt er, nee, da müssen wir aber erstmal klären, dass auch wirklich auf der Demo keine Forderungen erhoben werden, dass man sich der BRD anschließt. Und das war ja zu dem Zeitpunkt noch ja nicht. Also so Ende Oktober und so war das noch nicht der Fall. Und wie kommst du auf so einen Einfall? Ja, wusste schon, ne? Oder so. Dem hat das schon geschwant offenbar, was da auf uns zukommt. Und dann ist er auch nicht mitgegangen, also weil er gesagt hat, nee, ich bin nicht für einen Anschluss. Und also auf die Idee bin ich damals so überhaupt noch ja nicht gekommen, dass sowas passieren könnte. Ja, guck mal an, dachte ich, na, der kennt, also hinterher habe ich mir gedacht, der kannte offenbar seinen Westen, in dem er aufgewachsen ist und wusste, was hier passiert. Tja, und dann ist er zurückgekommen. Wie war denn das für dich, als plötzlich, wie du vorhin sagtest, schnippst die DDR war weg? Also ich muss mal sagen, das ist wahrscheinlich so ähnlich vergleichbar, wie der Sowjetbevölkerung in 90er Jahren gegangen ist. Also das war ja die Jelzin-Zeit, war ja die allerschlimmste, die sie jemals in ihrem Leben erlebt hatte. Ich habe ja viele Selbstmorde, Leute sind verhungert, Morde waren in einer Tagesordnung. Geld wurde monatelang nicht ausgezahlt. Also, und wir hatten da auch einen Kontakt verloren so einige Zeit zu unseren ältesten Freunden. Das hing ja alle damit zusammen. Also die mussten zusehen, dass sie überleben überhaupt die ganze Zeit und irgendwie über die Runden kommen. Und hier war das so ähnlich. Also das änderte sich ja schlagartig alles. Ja, also da ist man ja, ich glaube, es ist mehr damit beschäftigt, überhaupt über die Runden zu kommen und was zu essen zu haben und die Kinder zu ernähren und irgendwie bis zum Monatsende hinzukommen, dass man dann ja nicht so den Blick für die große Politik hat. Also das kam, glaube ich, erst später. Ich habe das alles wahrgenommen, ich habe es ja mitgekriegt. Also wie die Betriebe vernichtet wurden, also irgend so ein Ding, da könnte ich mich bis heute in den Hintern beißen, also dass ich da noch nicht selbstbewusst genug war. Ich kann mich entsinnen, so Mitte des Jahres 90, als die ganzen Entlassungen kamen, also ich bin ja dann auch entlassen worden, war ich irgendwie in der Kaderabteilung von der D-Wag. Und die waren alle ganz aufgeregt, weil der Betrieb wurde ja abgewickelt. Was war die D-Wag? Diese Werbeagentur. Genau, du bist also zu einem Werbestudio gegangen, Werbefilme gemacht, ja, genau. Würde man sagen, Imagefilme, ja. Sowas. Und irgendwie holte denn diese eine Mitarbeiterin auch mir eine Akte raus und die war so fett. Also, das
Schmoll über. Stasi-Akte. Nee, die nee. Kaderakte. Ach, die Kaderakte. Okay. Also die Personalakte, würde man heute sagen. So. Und ich hatte ja im Laufe der Zeit so einige Sachen, weil ich, wie gesagt, so naiv, unbedarft reingegangen bin, was denn so einigen Leuten aufgestoßen ist. So im Laufe der Jahre kam da immer wieder irgendwas dazu, wo ich mich offenbar fehlverhalten habe aus Sicht von Betriebsleitung und weiß ich wem alle. Also ich gehörte zu den Leuten, die nie einen FDIB-Reiseplatz gekriegt haben, weil ich nicht so angepasst war offenbar, während andere bald zweimal im Jahr gefahren sind. So was habe ich nie erlebt, also habe ich nie gekriegt, Auszeichnung habe ich nie gekriegt. Also ich war irgendwie scheinbar immer so einer, der nicht angepasst genug war, um irgendwie ausgezeichnet zu werden, befördert zu werden oder sonst irgendwie. Und das muss ich scheinbar offenbar, weil ich ja auch ab und zu der Arbeitsstelle gewechselt habe, denn in dieser Personalakte, die ja immer mitging, diese Kaderakte, niedergeschlagen haben. Also ich möchte nicht wissen, was da alle drin gestanden hat über den schlimmen Finger, der da nicht so ganz angepasst ist. Ja, und die hielt mir das noch so vor der Nase und ich bereue das bis heute, dass ich der das nicht einfach weggenommen habe. Weil ich habe dann am Ende die Personalakte gekriegt und die war dann so dünn. Da waren dann nur noch so 10 Blätter drin, alle draus. Und das bereue ich bis heute. Also ich hätte gerne mal gewusst, was in diesem Riesenpacken da über mich irgendwie gesammelt wurde, dass ich also nicht würdig bin, mal irgendwie, wissen Sie, die haben ja die Aktivistennadeln zum Beispiel so massenhaft unter die Leute gestreut. Ich habe nie irgendwas gekriegt. Also, und das passiert ja nicht zufällig. Also. Aber weil du es gerade sagst, diese FDGB-Ferienheime, das war ja wirklich typisch. Ne? Bestimmte Betriebe hatten Ferienheime an der Ostsee oder im Thüringer Wald oder in Oberhof. Und die gibt es ja zum Teil heute noch, sind ein bisschen saniert worden. Manche haben ja noch den alten DDR-Schaum. Und in Westbesitz, ja. Ja, genau. Und, aber du hattest zumindest als Kind Erinnerungen ans Kinderferienlager. Ja, genau. Und da gibt es eine schöne Geschichte mit deinem Quark-Erlebnis, wo du dachtest, du bist in einem schönen Kinderferienlager und es war gar nicht so. Nee, das ist, also wenn ich mich nicht irre, war der Sommer vor der Einschulung. Also ich war ja noch relativ frisch auf der Welt und habe das offenbar nicht mitgekriegt. Das ist mir erst später bewusst geworden. Ich habe dann auch Unterlagen gefunden. Das war ja kein Kinderferienlager, das war so ein Kinderkurheim, also das war ein Kuraufenthalt sozusagen und kein Kinderferienlager, das war mir ja nicht bewusst, also weil da waren ja überall Kinder und das war mir irgendwie ja nicht klar, nur dass die sich eben da scheinbar nicht so verhalten haben, dass das gesundheitsförderlich ist für ein Kind, diese Geschichte, die da passiert ist. Also das hat ja mit diesem Laktoseproblem zu tun. Und meine Mutter hatte mir das ja öfter erzählt. Ich hatte das ja quasi eigentlich von Geburt an. Also das war mir auch nicht so richtig bewusst. Vielleicht haben wir da auch nicht so intensiv drüber gesprochen. Mir ist immer nur aufgefallen, was ich essen kann und was ich nicht essen kann. Und dass das nur eigentlich immer Milchprodukte sind, das war mir ja nicht so... Das ist ja jetzt ein großes Thema, aber ja, zu DDR-Zeiten, weiß nicht... Ja, also Laktose, dieser Begriff, ist mir da zu der Zeit auch ja nicht untergekommen. Nee. Also hat irgendwie keiner benutzt. So. Und mir ist das eben, wie gesagt, nur selber aufgefallen, dass ich da ein bisschen allergisch bin gegen so eine Sachen. Und aber meine Mutter hatte mir später erzählt, dass das weiß nicht, ob man das als Krankheitsbild bezeichnen kann oder ja, weiß nicht, Allergien, eine richtige sagt man heute, oder Allergie, oder? Ja, eine richtige, richtige Krankheit ist es ja nicht, dass ihr das direkt vom Arzt schon gesagt wurde, als ich erst ein paar Wochen alt war. Also insofern war das bekannt, bloß mir als Kind nicht so bewusst. So, und wenn dir denn so zwangsweise den Quark eingeholfen wird, das ist ein traumatisches Erlebnis. Das zog sich auch über Jahrzehnte hin, glaube ich, dieses Erlebnis. Da muss man dazu sagen, das hatte wohl irgendwie hinterher auch noch so ein richtiges Nachspiel, weil meine Mutter ja, wenn so eine Sachen passiert sind, da sich da auch nicht die Butter vom Brot hat nehmen lassen. Also insofern war sie ohnehin in allen Ecken so beliebt, weil sich auch nicht alles hat gefallen lassen. Und da stellte sich nämlich raus, dass diese Jungs, die mich da gezwungen haben, weil sie der Meinung waren, hier wird aufgegessen, dass ich mir das Zeug rinzuquälen habe. Das waren die Söhne von der
Leiterin von dieser Einrichtung da. Und weil Sommer war, mussten die nur irgendwie beschäftigt werden. Und da hat sie die da einfach zur Kinderbeaufsichtigung eingesetzt, obwohl die minderjährig waren. Also das war eigentlich rechtswidrig, was die gemacht hat. Und wenn die dennoch ein Kind quasi zwingen, fast mit Gewalt was zu essen, was das nicht verträgt, hat ja auch keinen Kureffekt und keinen Heilungseffekt. Also das hatte dann noch ein Nachspiel. Und für mich hatte das Nachspiel, dass nachdem ich dann den Teller wieder ein bisschen mehr gefüllt hatte mit dem Zeug, nachdem sie es mir reingequält hatten, also ich konnte, ich glaube, über mehrere Jahrzehnte das überhaupt nicht ertragen, wenn irgendeiner im Raum Quark gegessen hat, geschweige denn mit mir am Tisch mir gegenüber. Also da hätte ich dann gleich brechen und rausrennen können. Mittlerweile hat sich das ein bisschen beruhigt, wobei das noch nicht hundertprozentig weg ist. Also ist zum Beispiel so eine Kollegin, die auch öfter mal so Quark ist, da muss ich immer zusehen, dass ich möglichst nicht hingucke. Nicht, dass mir das dann halt, also der Geruch, das, vielleicht hat das Riechvermögen nachgelassen, also ich rieche es nicht mehr so richtig. Aber der Anblick ist auch noch nicht sehr aufbauend. Also das ist so eine Sache, die wird man wahrscheinlich nie los. Unabhängig davon, dass man es nicht verträgt, sondern noch die andere Sache. Ja, dieses Trauma. Wie hast du generell Schule wahrgenommen in der DDR und Erziehung? Ging ja im Kindergarten Kindergrippe schon los bei vielen? Naja, also einige Sachen kann ich mich selber nur noch ganz vage in Splittern erinnern. Also was Kindergrippe und Kindergarten anging, das sind noch so Bruchstücke. Also ich kann mich zum Beispiel entsinnen, im Kindergarten, dass ich dann hin und wieder in die Rümpelkammer mit dem Spielzeug eingesperrt wurde. Also ich muss scheinbar irgendwie... Als Kind schon rebellisch, oder? Ja, irgendwie nicht so der friedliche Typ gewesen sein. Ich fand es ja in Ordnung. Also ich bin ja einerseits so kontaktfreudig aufgeschlossen, aber ich kann auch mit mir alleine sein. Also mich stört das dann nicht so. Also wenn die der Meinung sind, ich muss jetzt in das Zimmer, wo das ganze Spielzeug lagert, das ist ja auch okay, weil da hat man ja mehr Auswahl. Also. Und alles für sich selber, also für sich allein. Ja, genau. Und also eine Sache war, da kann ich das nur zitieren, also daran kann ich mich nur wirklich nicht entsinnen, weil das war ja noch im Krippenalter, da muss ich ja, wie alt ist man in der Krippe? Bis 3 oder so ging irgendwie das. Ganz klein. Also ich kann mich zwar noch an die Einrichtung, ich weiß auch, wo die ist, das steht noch, das Ding, das war so eine kirchliche Einrichtung da in der Nähe vom Ostbahnhof in Berlin, das steht noch, das Gebäude, also da kann ich mich noch dran erinnern, aber an diese Vorkommnis nicht. Da meinte meine Mutter, als sie mich da abgeholt hat, wir wohnten ja nicht weit, das war ja bloß so 5 Minuten Fußweg, dass die mich da unterm Bett in irgendein Netz gesperrt hatten, irgendwie, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund, weil ich scheinbar auch zu viel Randale gemacht habe oder irgendwie sowas. Und da muss ich dann auch diese Ernährungsprobleme gegeben haben, weil sie meinte, das war so ein kritischer Moment, da hatte ich dann wohl auch nur Stress, wahrscheinlich wegen dieser Milchprodukte, nehme ich an, das muss damit zusammengehangen haben, wo das also sehr kritisch war, also das war, weiß ich nicht, mit Notarzt und also wenn es noch länger gedauert hätte, hätte ich es wahrscheinlich nie überlebt, also sie erzählt, ich hätte schon Leichenflecke gehabt, also vielleicht ist das auch ein bisschen überspitzt, ich weiß nicht, ob man als lebender Mensch schon so eine Flecken kriegt, keine Ahnung, ich kann es nur so sagen, wie mir das immer erzählt wurde. Also insofern, naja, und in der Schule war das auch so ähnlich, also ich bin, glaube ich, nie so richtig der angepasste Typ gewesen. Wobei so eine Sachen wie andere vielleicht, wenn man immer so kleine Nebengeschichten für manche ist vielleicht noch so ein Name in Erinnerung, Nico Hübner, also manche wissen das noch, das war mal so eine Episode im deutsch-deutschen Verhältnis. Einer, der Wehrdienstverweigerung gemacht hat, das war ja in der DDR nicht so üblich. Ne? Also ich glaube, so weit gab es auch, glaube ich, gar nicht. Ja? Man konnte Spartensoldat wohl werden. Ja, NVA war ja. Ja, ja, aber gab es nicht auch Zivildienst sowas schon? Nee, man nicht. Konnte nur den Dienst an der Waffe verweigern, ach so. Aber war dann trotzdem bei der NVA als Bausoldat. Also, ach, das so, ja, genau. Und Wehrdienstverweigerung gab es ja nicht und der hatte verweigert, aber
das ist danach passiert. Also jedenfalls dieser Nico Hübner, der dann sozusagen als DDR-Offsessier und Wehrdienstverweigerer, mhm, war Riesenschlagzeile, der wurde dann in eine BRD geholt und Herr Bundeskanzler, Herr Bundespräsident und so weiter. Und der war in meiner Klasse, in der 8., 9., 10. war der in meiner Klasse. Und der war damals schon so aufmüpfig. Und interessanterweise war das so, ich verwechsel das immer, Vater, Mutter. Also einer von beiden war beim Berliner Rundfunk und der andere irgendwie Dozent einer Parteihochschule. Also ob jetzt Mutter da oder, also habe ich jetzt nicht mehr so ganz parat. So, und der muss auch sehr viel Westkontakt gehabt haben zu der Zeit, wenn man in so einen Führungsschichten ist, da hat man, glaube ich, auch einen anderen Lebenswandel gehabt. Und der war total aufsässig. Also der hatte zum Beispiel fertiggebracht, das werde ich auch nie vergessen, der rannte immer mit so einer Armeebundjacke rum, die scheinbar noch so aus Kriegszeiten war, so ein Khaki-Ding, wahrscheinlich britisch oder sowas. Und ließ da immer so seine Haare wachsen und das war ja nur in 60er Jahren nur ja nicht so in. Hm. Also lange Haare, die Gammler, das waren ja damals so die Gammler. Ne? Stimmt. Und in der Schule war das ja nur ja nicht gefragt. Und unser Klassenlehrer war ein ehemaliger Feuerwehrmann, der nur sehr auf Disziplin und Ordnung achtete. Und ich weiß noch, das war ein Dienstagvormittag, da sagt er dann zu dem Nico, also du gehst jetzt erstmal zum Friseur die Haare schneiden lassen, weil der schon so, das stieß schon an den Kragen sozusagen. Ja, Nico stand auf und ging und kam dann erst eine Woche später wieder, aber die Haare waren trotzdem nicht abgeschnitten. So, und das machte dem alles ja nichts. Und so eine Aufmüpfigkeit, also so weit hatte ich es nun wieder nicht getrieben. Aber es hat dich also inspiriert, oder? Ja, ja, na klar, weil ich dachte, das ist ja eigentlich cool. So weit müsste man eigentlich auch mal gehen. Also da war ich, glaube ich, noch zu schüchtern zu der Zeit. Das ist denn, aber trotzdem hat das offenbar ausgereicht, dass ich nicht so der in den Chefetagen nicht der beliebteste war irgendwie. Keine Ahnung. Gibt es eine Lieblingsgeschichte, die du in deinem Buch hast, wo du sagst, das ist überhaupt das Highlight? Das sind doch nur Highlights. Ja, oder? Das stimmt. Aber manchmal hat man ja so ein persönliches Ding, wo man sagt, das ist der Knaller. Und weiß ich gar nicht. Weil so ist ja das Buch eigentlich gar nicht aufgebaut. Jedenfalls aus meiner Sicht. Also da hat ja jedes Kapitel eine bestimmte Bedeutung und eine bestimmte Botschaft. Ist auch immer ein Kreis, ne? Also ja, du fängst und mit. Das soll ja eine Palette erzählen. Ja, genau. Ne? Also über die bestimmten Sachen, die das Leben in der DDR und die Gesellschaft und den Menschen da ausgemacht haben. Insofern, ich weiß nicht, hätte ich jetzt nicht so irgendwas, wo ich sage. Was ich ganz spannend fand, eigentlich ganz banal, ne, ist die Geschichte der Bohrmaschine. Mhm. Aber ehe die dann zu Ende erzählt ist, ich saß echt da, weil das geht ja über Seiten mit Nebenschauplätzen und Sachen, das hatte ich eigentlich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber das war das, was ich vorhin sagte, da wird mein Vater sofort auch Geschichten erzählen können. Dieses Thema, wenn man zum Beispiel baut oder bastelt oder sowas, gab es überhaupt kein Material oder man kam ganz schwer an Werkzeug ran, was ja heute überhaupt kein Problem mehr ist, aber eine Bohrmaschine zu kriegen oder eine richtig gute Kamera oder so, wobei wir hatten ja die Praktika, da haben ja die Wessis bei uns eingekauft, ja. Aber die Bohrmaschine, die Geschichte, vielleicht kannst du die nochmal andeuten, du erzählst das sowieso nicht die ganze. Ja, ja, das ist ja auch im Prinzip so eine vielschichtige Sache, im Prinzip geht es ja auch wieder wie beim Spielfilm nicht um die oberflächliche Handlung, das ist ja nicht der eigentliche Hintergrund der Sache. Also insofern finde ich die Geschichte auch wirklich ziemlich wichtig, sowohl für Osten als auch für westdeutsche Leser, weil wenn man sich zurückerinnert an die bekannten Freunde, Kumpels, Verwandtschaft und so weiter, wird einem sicher keine Familie einfallen, die 20 Jahre lang versucht hat, eine Bohrmaschine zu besorgen. Die hatten doch alle welche. Also jeder, der eine brauchte, hatte doch eine. Das ist doch nicht so, dass
dass die Mehrheit der Leute nicht bauen und schrauben konnten, weil sie keine gekriegt haben. Aber es war immer mit Beziehungen unterm Ladentisch, ja, genau, und da, ewig warten. Also meine Eltern haben ein Haus gebaut in den 80er Jahren. Das hat über 2 Jahre gedauert, weil du konntest erst weiterbauen, wenn du irgendwie das Material dazu hast. Wir hatten die Fliesen, haben unsere Verwandten aus dem Westen mitgebracht, ja, geschmuggelt im Wohnwagen irgendwie. Ja. Die sind heute noch an der Wand. Ja, das ist aber, wie gesagt, nicht die eigentliche Geschichte, weil das ist aus meiner Sicht eine völlig oberflächliche Betrachtungsweise. Und das versuche ich mit diesen Nebengeschichten zu erklären, die eigentliche Geschichte, die dahinter steckt. Weil das ist ja auch so ein, also bei vielen Ossis steckt das so drin, ja, man kriegt die ja nichts. Und im Westen wurde mal gesagt, na, ihr mit eurer Mangelgesellschaft. Und in der Geschichte versuche ich ja das zu erklären, wie das eigentlich wirklich war, dass beide Sichtweisen eigentlich überhaupt nicht stimmen. Sondern, und das habe ich versucht, und deswegen ist das auch so lang, also mit verschiedenen anderen Geschichten zu erzählen. Das ist der Unterschied zwischen Konsumgesellschaft und Planwirtschaft. Und bei der Planwirtschaft ist man doch... Genau, ob das jetzt um Studienplätze ging, um Lehrberufe oder um die sogenannten Konsumgüter wie die Bohrmaschine oder den Rasenmäher oder den Kühlschrank, ging man doch planmäßig vor, dass man gesagt hat, die Bevölkerung ist so groß, so viele Familien gibt es, so viele Haushaltsstände gibt es, also werden so viele Kühlschränke in der Zeit gebraucht und so viele Bohrmaschinen werden gebraucht, so viel Rasenmäher werden gebraucht, so viel Studienplätze in der Richtung werden gebraucht, so viele Studienplätze in der Richtung werden gebraucht und so viele Lehrplätze in der Richtung werden gebraucht. So, und das ist umgesetzt worden. Und dann kamen noch die Exportartikel dazu. Das heißt, du hast die Anzahl gehabt für, am Beispiel Bohrmaschinen meinetwegen, wie viel man real im Jahr braucht für die DDR-Bevölkerung. Dazu kommt noch der Exportanteil, weil man hat ja das, was jetzt als ganz schlimm bezeichnet wird, so nationalistisch, wir wollen doch jetzt nicht nationalistisch werden, wir wollen ja global werden. Damals hieß das ja RGW. Das heißt, wenn DDR gesagt wurde, ihr seid die Bohrmaschinenproduzenten, denn also noch für Bulgarien, Rumänien, Sowjetunion und so weiter. Und deswegen wurde ja massenhaft produziert. Das wurden ja Unmengen produziert. Und dann noch der Westexport. So, das heißt, jetzt hat man also diese bestimmte Anzahl für, ja, für einen DDR-Bürger. Und nur bedarfdeckend. Also nicht so, dass ich in den Laden gehe und jetzt liegen da 5 Dinger rum, 4 werden ja nie gebraucht und nur eine gekauft, so wie Konsumgesellschaft ist, sondern eben bedarfsgerecht. So, und da hat sich irgend so eine Mentalität rausgebildet. Das habe ich in diesem Kapitel aber auch ziemlich ausführlich beschrieben, dass man irgendwie dachte, naja, wenn die eine, die für mich bestimmt ist, nicht bis zum Laden kommt, dann kriegt die ja vielleicht nicht. Also wurde schon im Herstellerbetrieb was abgezweigt untereinander, Freunde, Bekannte, Kumpels, Tauschobjekt, denn bei der Freundschaftsbrigade im anderen Objekt, denn der Fahrer, der das irgendwie rumfährt, hatte auch noch Kumpels. Und das heißt, es waren genug Bohrmaschinen da, nur im Laden hat es nur eine geschafft. Weil man die vorher alle schon abgezweigt hat. Das heißt, diese Mangelwirtschaft hat es eigentlich nie gegeben. Die ist selber produziert worden, so wie die Energiekrise hier durch die Führungskräfte in der BRD produziert worden ist, die überhaupt nicht da war. Man hat sie geschaffen, die Energiekrise. Und so haben die DDR-Bürger so in ihrer, ich weiß nicht, wo der herkam, vielleicht ist das auch vom Westen geschürt worden. Also wenn ihr den ganzen Tag Westfernsehen guckst und sagt, ihr lebt ja in einer Mangelgesellschaft, denkst du, oh, ich muss mich jetzt um die Bohrmaschine kümmern. Und dann frage ich den Parteisekretär und dann frage ich den Kumpel und dann frage ich die Freundschaftsbrigade und dann frage ich den. Und der kann die nicht bis in den Laden kommen, wenn das vorher alles abgezweigt wird. Und das ist so die Sache, die ich quasi in dem Kapitel erzählen will, dass da auch viel Propagandalügen eine Rolle spielen, die sowohl vom Westen geschürt wurden über Jahrzehnte, als auch Sachen, die sich der DDR-Bürger auch selber eingebrockt hat. Genau wie mit dieser Wahl 1990. Der hat sich ja die Scheiße, die wir heute haben, ja selber eingebrockt. Weil er unbedingt das Westgeld noch über das Begrüßungsgeld hinaus erhöhen wollte und trotz sozialistischer Bildung nicht darauf kam, dass denn vielleicht der Kapitalismus kommt. Also und das könnte man ja nie wissen als DDR-Bürger. Ne? Was man, dass so ein DDR,
so ein D-Mark, wenn man die unbedingt haben will, dass das einen Preis hat. Und den Preis bezahlen wir jetzt seit 30 Jahren. Man hat ja drüber geschielt, ne? Also das hat man ja gesehen, das heißt, beschreibst du ja auch, was sich die Leute für die 100 Euro zum Teil gekauft haben. Ne? Also mit ihren Intershop war es ja gar nicht, mit ihren Hertie-Tüten oder so. Und dann haben sie Seife und Strumpfhosen und Waschmittel gekauft. Ne? Ja, also und dann wollten sie es ja haben, ja. Und du warst ja selber im Wahlbüro. Beschreibst du ja auch, was du dort erlebt hast, wie du dann geguckt hast und gesagt hast, wie? Ich dachte, hier wird PDS gewählt. Nee, es war CDU. Naja, das geht ja auch noch darüber hinaus. Das können ja auch viele berichten, die das selber erlebt haben. Das war ja bei uns im Umfeld ja auch nicht anders, wo wir gewohnt haben. Weil so weit konnte ich schon denken, was offenbar für eine große Gruppe der DDR-Bürger nicht vorstellbar war, dass wenn man in den Laden geht und nur noch Westprodukte kauft, dass man am Ende den eigenen Arbeitsplatz los wird. Also das war nicht in der Vorstellungswelt. Also das hat man offenbar nicht begriffen. Man beschwerte sich, dass man arbeitslos wurde und wollte aber nur Westprodukte kaufen. Also dass es da einen Zusammenhang gibt, einen ursächlichen, da hat die sozialistische Bildung scheinbar keine Früchte getragen, das irgendwie in Beziehung zu setzen. Und da kann ich mich auch noch entsinnen, das war dann auch nach dieser Währungsumstellung, das ist ja mehr so eine Arbeitergegend gewesen, wo uns da die sozialistische Wohnungspolitik dahin verschlagen hat, wo ich da auch so in den Laden gegangen bin und wollte, weiß nicht, Florena oder irgendwas, und wie mich da die Verkäuferin entsetzt angeguckt hat, wie ich als Ossi in Leipzig nach dem Ostprodukt fragen kann. Wie blöde kann man denn sein? Wann war das? Welche Zeit? 90. Okay, weil ich habe beobachtet, dass, ja klar, man wollte erstmal die Westprodukte haben, aber dann hat man sich eigentlich gefreut, dass man mal wieder Nudossi und Bambini und weiß ich was gesehen hat und die Schlager-Süßtafel und die Knusperflocken und die Erdnussflips, weil man gemerkt hat, so schlecht waren die Ostprodukte ja nicht. Eben mal das, aber diese Erkenntnis kam erst, als die Buden schon alle zu waren. Ja, ja, das kam später, das deswegen fragte ich jetzt. So, also der DDR-Bürger hat ja sehr intensiv daran gearbeitet, so schnell wie möglich arbeitslos zu werden. Hat auch geklappt. 2,5 Millionen innerhalb von 2 Jahren von Vollbeschäftigung, das ist schon mal eine Leistung. Also da kann sich der DDR-Bürger auf die Schulter kloppen. Hat da eine klasse Leistung vollbracht, hat sich selber in eine Arbeitslosigkeit geschickt. Super. Und beschwert sich denn heute darüber, dass die Löhne immer weniger und die Gewinne immer höher werden. Nennt sich auch Kapitalismus, aber naja, vielleicht lernen ja noch einige was daraus, was sie hier sich selber eingebrockt haben. Schauen wir mal. Vielleicht so als letzte Frage. In deinem Buch wird ja so, zumindest so vordergründig, die Zeit, Wendezeit, beschrieben. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt auch wieder gerade in so einer Wendezeit. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Geschichte wiederholt sich mal wieder. Wie geht's dir? Ja klar, das ist ja offensichtlich. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich, schizophrene Persönlichkeit sozusagen, das einerseits das künstlerische, andererseits das wissenschaftliche. Und gebe ja auch viele Interviews dazu dem Thema. An sich kann man das ziemlich pragmatisch erklären. Das hat ja nicht nur ideologische Hintergründe und so weiter, das sind ja alles nur Folgeerscheinungen. Die eigentliche Primäre, was hier passiert, ist ja einerseits dieses Ost-West-Problem, dass wir ja nach wie vor immer noch so ein besetztes Land sind. Alles, was irgendwie einen gewissen Wert hat, ist in Westbesitz im Osten, und alles, was irgendwie interessant ist als Führungsposition, ist in Westhand. Und der Hintergrund der ganzen Sache ist ja nur, dass man das durchsetzen kann, dieses ökonomische System, was wir haben. Und das ist darauf gebaut, also da braucht man sich zum Beispiel bloß die Lindner-Rede anhören, die er da vor den Bauern gehalten hat, mit den Agrarsubventionen und so weiter. Das Einzige, was die immer nur haben als Lösung, Steuern. Ja, also wenn Fördermittel gebraucht werden, Kultur finanziert werden soll, Sozialleistungen, immer nur Steuer. Das ist das Einzige, was denen einfällt. Und wir haben jetzt einen Punkt erreicht, und dadurch baut sich, glaube ich, auch diese ganze Empörung auf. Das müsste eigentlich jeder, der irgendwie BWL studiert oder eine Kaufmannslehre oder so, eigentlich begreifen, dass wenn eine Privatisierung so maßlos übertrieben wird wie in diesem westlichen Regime, das wir hier haben, wo alles Mögliche privatisiert werden soll, bloß nicht staatlich, dem Staat darf nichts gehören. Das heißt, die staatlichen Aufgaben, Gesundheitsvorsorge, Renten,
alles Mögliche, ist die einzige Einnahmequelle dem kleinen Mann in der Tasche greifen. Und wenn jetzt so ein Punkt eintritt, wie seit 2 Jahren, wo durch die selbstgebastelte Energiekrise, die ja im Prinzip eine Folge der Sanktionen ist, die man unbedingt im anderen Land überbraten muss, zu einer Teuerungsrate führt, die den Normalverdiener ganz schön in Schwitzen bringt, ne? Wenn die Energiepreise teurer werden, Lebensmittelpreise und so weiter, wenn man denn die einzige Antwort hat darauf, ja, Steuern erhöhen, damit wir mehr Sozialleistungen bezahlen können. Das heißt, der einfache Bürger, der immer weniger in der Tasche hat, soll noch mehr Steuern bezahlen, damit er irgendwie wieder was zurückkriegt über Sozialleistungen. Also das geht doch rechnerisch überhaupt ja nicht auf. Das heißt, wir sind an einem Punkt und begleitet wird das alles, um das durchzusetzen, eben mit einer Polemik in Massenmedien, mit Ideologie, in den Parteien, wo also auf jeden eingedroschen wird, der das irgendwie kritisiert, damit nicht hier vielleicht noch Demokratie aufkommt. Also sowas wollen wir ja nicht. Soll ja immer schön alles im Interesse der Eliten bleiben. Und da sind wir einfach an einem Punkt und das manifestiert sich im Prinzip in diesen Bauernprotesten, wo so nicht mehr weitergeht. Also jetzt muss irgendwas passieren. Und das, was passieren muss, ist eigentlich, dass der Staat aufhören muss, dem kleinen Bürger so in die Tasche zu greifen. Und dafür gibt es nicht viele Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wogegen ja auch sehr viele Leute auf die Straßen gehen, dass man sich einfach von diesem Rüstungsetat trennt. Ja, wenn man sagt, diese 100 Milliarden, das ist ja keine Schenkung, das sind ja alle Steuergelder. Das werden ja den Leuten aus der Tasche gezogen, die mit der Inflation leben müssen. Die sollen diese 100 Milliarden Ding finanzieren, damit die Rüstungskonzerne noch mehr Gewinne machen und die Welt noch gefährlicher wird. Mhm. Also das ist ja auch eine Auswirkung. Und die Unterstützung von diesem faschistischen Regime in der Ukraine. So. Und daran hält man fest zum Preis, dass der eigene Bürger noch mehr ausgebeutet wird. Und das ist das Problem, was wir haben. Also es gibt im Prinzip nicht viele Varianten, um das zu verbessern. Die eine Variante wäre diesen 100 Milliarden Etat streichen für das Militär, weil Militär heißt Tod und Krieg. Also weiß nicht, wer unbedingt so scharf ist, da zu sterben. Die das da befürworten im Bundestag, die können ja gerne an der Front gehen ohne Schutzweste und Helm. Also hätte ich ja nichts dagegen, da merken sie mal, was Krieg ist und wofür sie da eintreten. Also so mal Betriebsurlaub so an der Ostfront wäre für die Leute, die da im Bundestag dafür auftreten, wäre mal ganz schön. Und das trifft eben für die Energiekrise und so weiter auch zu, dass man das also, man würde einen Haufen Geld sparen, was man dem Bürger zugutekommen lassen könnte, wenn man sich von diesem Rüstungsetat trennt, wenn man sich von der Ukraine-Unterstützung trennt, wenn man diesen Klimawahnsinn da mit den Wärmepumpen und was die da sich alles ausdenken, wenn man das auch mal ein bisschen reduziert, würde aus meiner Sicht wahrscheinlich aber auch nicht wirklich helfen. Also würde den Bürger etwas entlasten, aber eine richtige Lösung wäre es nicht. Und ich sage auch wieder immer wieder in allen möglichen Interviews, das Entscheidende ist, dass man sich von diesem Privatisierungswahn trennt. Wenn der Staat nicht über Wirtschaftseigentum verfügt, was gewinnbringend ist, also gewinnbringendes Wirtschaftseigentum, darüber müsste der seine Aufgaben erfüllen, Infrastruktur, Sozialleistungen, Gesundheitswesen und so weiter. Und solange sich diese Eliten, die ja quasi im Prinzip ja auch hier in Deutschland schon über Jahrhunderte durchgängig existieren, das sind ja irgendwie immer dieselben alten Kräfte, wenn deren einzige Ziel ist, Macht und Reichtum zu vermehren, das ist das einzige und dafür gehen sie über Leichen. Mhm. Und wenn die sich davon nicht trennen, von diesen Gedanken, wird das hier irgendwann entweder implodieren oder explodieren. Also das sind so die zwei Möglichkeiten, die man hat und die Geschichte lehrt ja, dass diese Eliten niemals freiwillig zurückstecken werden. Und das ist das Problem, was auf uns zurollt. Also wie weit wollen die das jetzt noch treiben mit der Plünderung des Bürgers und mit der Entmündigung und Entmachtung, weil von Demokratie kann man ja nicht nur wirklich nicht reden in diesem Land, weil Demokratie ist Volkserschaffung. Ja, Werners wundersame Reise durch die BRD. Vielen Dank für das Gespräch.